Hallihallo, liebe Leute, der Zaunpfahl hier und ich habe euch heute ein kleines Indie-Spiel mitgebracht, das ich von der Aufmachung und vom Game Design her wahrscheinlich eher an eine jüngere Spielerschaft richtet, aber auch Erwachsene können in der Rolle eines Hütehunds Spaß damit haben. Einen solchen Schäferhund übernehmt ihr nämlich in Herding Dog als euren Avatar und macht damit genau das, was der Name verspricht. Tiere durch die Gegend leiten. Bevor ihr allerdings eure Kinder an das Spiel heranlasst oder mit ihnen gemeinsam die Maus benutzt, solltet ihr allerdings besser einmal selbst 10 bis 15 Minuten Probe spielen. Besonders gut erklärt wird das Spiel im Laufe der ersten 2-3 Level nämlich nicht und die deutsche Übersetzung ist ebenfalls nicht sonderlich gelungen und manchmal durchaus missverständlich. Wobei die grundlegende Aktion, mit dem Mauszeiger in die Richtung zu zeigen, in die der Hund laufen soll, nicht allzu schwer zu verstehen ist. Dafür allerdings so manches andere drumherum. Im Level verteilt findet ihr meist mehrere Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine und anderes Getier, die ihr alle zu einer bestimmten Position treiben müsst. Je nach Tierart reagieren die Tiere leicht anders auf euren Hund. Kühe traben etwa gemütlich für euch her, während die Ziegen dem Hund eher störrisch auszuweichen versuchen. Damit ergeben sich je nach Tier unterschiedliche Taktiken, wie ihr sie zum Zielpunkt befördert. Dabei müsst ihr auch auf das Terrain achten und womöglich noch Hügel umgehen oder erst eine Brücke über einen Fluss überqueren. Recht schnell im Spielverlauf kommen dann auch noch böse Tiere dazu, die dann eure Kühe und Schafe und so weiter nicht nur ebenfalls durch die Gegend scheuchen, sondern im Fall von Wölfen zum Beispiel auch bei zu langer Nichtbeachtung einfach mal auffressen. Allerdings in kindertauglicher Manier präsentiert, die Tiere verschwinden dann einfach in einer kleinen Effektwolke. Und ihr bekommt angezeigt, dass ein Tier verloren wurde. Gewinnen könnt ihr das Level dann allerdings immer noch, sofern ihr einfach die ganzen anderen Ziele erfüllt und die Jäger wiederum in ihrem Zielkreis einfangt oder in manchen Leveln auch die verstreuten Gegenstände einsammelt. Leider spielt die Technik nicht immer mit. In der aktuellen Fassung hat der Titel noch einige Macken. Ab und an spielt die Kamera ein wenig verrückt und zeigt den Level aus wahrscheinlich nicht geplanten Perspektiven. Und in ganz wenigen Leveln werden Tiere an unerreichbaren Positionen platziert. Nach Rückfrage bei den Entwicklern von XEX Games sollen diese Fehler alle noch behoben werden. Im Moment untersuchen sie alle Level nochmal auf ihre Durchspielbarkeit. Und apropos Technik. Es gibt kein echtes Optionsmenü. Im Startmenü ist ein gut versteckter Schalter, um auf geringe Details umzuschalten, was wohl das Anti-Aliasing deaktiviert, aber sonst kaum einen grafischen Unterschied macht. Und im Pausemenü im Spiel selbst lässt sich immerhin die Lautstärke für Musik und Geräusche in separaten Slidern anpassen. Einstellungen, um die Auflösung anzupassen, gibt es allerdings keine. Da ist man als PC-Spieler durchaus Besseres gewohnt. Mein Fazit: Herding Dog ist eine schöne Abwechslung im Spielealltag und sticht mit seiner Pastellgrafik angenehm aus dem mittlerweile üblichen Pixel-Look heraus. Durch das simple Spielprinzip und die kindgerechte Präsentation ist es wahrscheinlich eher was für jüngere Spieler. Was durch die vorhandenen Fehler und die etwas störrische KI der Tiere aber am besten in Begleitung passieren sollte. Trotzdem müsste Herding Dog auch Erwachsene für einige Durchläufe der rund 30 Level motivieren können. Und so ärgerlich die Fehler auch sind, da man jederzeit auf alle Level frei zugreifen kann, überspringt man die fehlerhaften einfach für den Moment und schaut vielleicht nach dem nächsten Patch nochmal rein. Es ist ein hübsches kleines Spiel für zwischendurch, dem man immer mal wieder für 15 bis 20 Minuten Aufmerksamkeit schenken kann. Übrigens,
Wer das Ganze lieber unterwegs spielen möchte, findet das Spiel unter dem Namen Join the Pack in eigentlich allen Mobile Stores. Ich habe mir jedoch nur die PC-Fassung angeschaut und kann daher zur Umsetzung auf mobilen Plattformen leider nichts sagen. Das war's mit dem Indie-Check zu Herding Dog. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, mir vielleicht einen Daumen nach oben da lasst, wenn das Video euch gefallen hat, oder sogar ein Abo, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss und auf Wiederschauen.